Wer kann den ersten Satz mal ins Present Perfect bitte setzen? Since 99, I haven't had my any holidays. I haven't had is korrekt, jawohl. Englischlehrer Andreas Kurzweil sitzt zwar vor 20 leeren Stühlen, aber seine Schüler sieht er trotzdem vor sich. Sie sind ihm nämlich online zugeschaltet. Auch in Corona-Zeiten, so gut es geht, ganz normalen Unterricht aufrechtzuerhalten, sind Ziel und inzwischen auch Erfolgsrezept an der Jakob-Curio-Schule in Hofheim. Rektor Stefan Wittmann hatte seine Schule schon vor dem zweiten Lockdown auf Online-Unterricht vorbereitet. Zu Beginn haben wir natürlich, wie alle anderen Schulen auch, eher auf Distanzlernen gesetzt. Das heißt, wir haben unsere eigene Cloud hochgezogen, die sogenannte Curio Cloud. Die Kinder konnten dort eben die Materialien bearbeiten, die jeweiligen Lehrkräfte eingestellt haben. Wir haben dann relativ schnell gemerkt, dass natürlich der direkte Kontakt zum Schüler sehr, sehr wichtig ist, damit man einfach alle auch erreicht. Und im Vorfeld hat quasi der Herr Ziegler, unser Konrektor, den jeweiligen Stundenplan der Kinder digitalisiert. Man muss sich das vorstellen als ein Dokument, in dem quasi hinter jeder Stunde ein sogenannter Link hinterlegt ist, auf den die Kinder einfach nur draufklicken müssen. Und dann befinden sie sich aktuell in dem Unterrichtsraum, wo ihr Mathe, Englisch, Deutsch oder eben anderer Fachlehrer sich befindet. Guten Morgen! Klasse 5a. Mathematiklehrerin Katharina Salk begrüßt ihre Schülerinnen und Schüler so, als wären sie vor Ort. Ihr wisst auch, dass es nicht gut ist, wenn ihr 6 Stunden am Stück sitzt. Das heißt, ihr müsst immer mal ein bisschen aufstehen und ein bisschen euch bewegen. Ich bin gerade einmal quer durch den Hof gelaufen. Ja, sehr gut. Und einer macht Humble-Männer. Perfekt. Super. Und jetzt stink ich nach Kuhstall. Die Schüler an ihren Bildschirmen zu Hause finden den Online-Unterricht gut. Natürlich jeder auf seine Weise. Ich bin halt auch so eine Drittelstand und sage, ja, wir haben noch Zeit und dann komme ich immer zu spät. Aber jetzt stehe ich halt um 7 auf, dann mache ich schon mal Frühstück, dann steht meine Mama eigentlich immer später auf als ich und dann frühstücken wir zusammen. Dann ziehe ich mich an und dann setze ich mich hier hin und rede halt dann noch mit den anderen, wenn sie schon da sind. Weil man versteht auch jeden wenn besser ohne die Maske. Und auch für Mutter Martina Werner ist das Kinderzimmer als Klassenzimmer eine gute Alternative, Alltag und Schule sozusagen unter ein Dach zu bringen. Also ich finde es richtig gut, wie die Realschule Hofheim das umgesetzt hat. Meine beiden Töchter sind ja da in der Schule und die kommen eigentlich selbstständig total gut klar. Also ich habe relativ wenig mit ihnen am Vormittag zu tun. Also die sind beide eigentlich in ihren Zimmern verschwunden und machen ihre Sachen da relativ selbstständig, was für mich natürlich angenehm ist. Ich bin selbstständig und kann so nebenher quasi meiner Arbeit nachgehen. Der Erfolg, diesen eigenen Schulweg in Corona-Zeiten zu gehen, gibt Direktor Stefan Wittmann inzwischen recht. Und so hat man an der Jakob-Curio-Realschule in Hofheim gleich 2 Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Höchstmögliche Normalität für die Schüler und niedrigste Corona-Infektionszahlen in ganz Unterfranken.